Der Herr sagt, tadelt und ermahnt, seid Zeugen meines Namens und Trompeter meines Kommens. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. März 25, 2010. Von Yahushua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während der Männerversammlung, für die kleine Herde des Herrn und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr Yahushua. Meine Söhne, gibt es nicht einen Propheten unter euch? Ja, sitzen da nicht zwei an diesem Tisch? Und hören nicht diejenigen, die von der Wahrheit sind, meine Stimme? Und hören meine Schafe nicht meiner Stimme zu und folgen mir? Wie kommt es also, dass ich schon so lange bei euch bin und immer noch könnt ihr es nicht wahrnehmen? Sind meine Pläne nicht bekannt und mein Wille nicht klar und deutlich in all diesen Briefen niedergeschrieben, so wie die Schriften der Wahrheit? Und doch stehen meine Propheten still und meine Diener bleiben unbewegt, gefesselt durch Angst und Selbstzweifel. Deshalb frage ich euch, wer ist ein weiser und besonnener Diener? Ist es nicht derjenige, der meinen Willen mit Gebet und Fasten ausfindig macht? Einer, der auf den Herrn wartet, in aller Geduld und im Glauben, mit vollem Vertrauen? Oder soll der Diener die Initiative ergreifen, als ob er der Meister wäre? Doch ich sage euch die Wahrheit, ihr seid nicht nur meine Diener, ihr seid auch meine Freunde, Söhne, von denen ich einige an jenem Tag senden werde. Deshalb sollt ihr meine Worte studieren, damit ihr sie kennt und euch jeden Tag bemühen, in ihnen zu wandeln, während ihr meinen Weg vor mir bereitet. Doch lasst es euch gesagt sein, jedem von euch wurde heute die Gelegenheit gegeben, mir zu gefallen und meinen Willen zu erfüllen. Seht, ich habe euch aufgefordert, doch jeder von euch hat versäumt zu handeln. Jeder von euch hat versäumt zuzuhören. Jeder von euch hat versäumt, mit dem aufzuhören, was er gerade tat und nachzufragen. Ihr habt nicht nach meinem Willen gesucht und ihr habt auch nicht um meine Kraft gebeten, damit ihr ihn ausführen könnt. Noch seid ihr in dem gewandelt, von dem ihr wusstet, dass es richtig und in meinen Augen wohlgefällig wäre. Deshalb weckt eure Herzen auf und seid aufmerksam und bereit. Ja, seid aufmerksam und eifrig, meiner Führung zu folgen, indem ihr meinem Geist Beachtung schenkt. Hört und macht es so. Seid wachsam, meine Söhne, und seid immer bereit, meine Worte zu verkünden, zu jeder Zeit und in jedem Zeitabschnitt, an jedem Ort. Tadelt, weist zurecht und ermahnt. Ja, überzeugt diese Generation von ihren bösen Wegen. Seid wie unnachgiebige Steine, unerschütterlich, aber doch bereit zu lehren, indem ihr allen antwortet, die aufrichtige Glaubensfragen stellen. Geliebte, wandelt in meiner Kraft und nicht in eurer eigenen. Und stützt euch nicht auf eure Brüder, als ob ich nicht genug wäre, damit sich nicht herausstellt, dass ihr umsonst gelaufen seid. Nehmt mich voll und ganz an und wandelt entsprechend meinem Willen und ihr werdet das Rennen sicher beenden. Ich bin der Herr.